Ja, hallo und willkommen zum zweiten Teil hier von dem Video über das Multimeter ET826, das ich mir bei Amazon bestellt habe, also nicht kostenlos zur Verfügung gestellt, aber trotzdem unten Werbesendung eingeblendet, irgendwo, weil ich ihr seht das Produkt, ihr könntet es theoretisch kaufen. Ich mache quasi sowas wie Werbung dafür. Ähm, heute schauen wir uns mal an, ob das Ding was taugt. Ich habe es ja euch schon gezeigt im ersten Teil, wie das innen drin ausschaut. Ich hatte da schon ein paar so. Momente und ansonsten schauen wir uns halt einfach mal an, ob es überhaupt messtechnisch was Vernünftiges ist. Wir haben ja dieses Display hier drauf, wo wir im Prinzip einen kleinen haben. Wie gut das funktioniert, schauen wir uns halt an und wir gucken uns ein bisschen Spannung und, und, und Strom und so an. Also wir gehen ja in die Tiefe. Ich mache keine auf die Mikroampere genaue Messung. Nee. also viel Spaß beim reinschauen. Bevor wir uns jetzt aber in die Messarbeiten, Stürzen, schauen wir noch mal kurz was an und da will ich euch noch mal darauf hinweisen, ich habe es vom Agent auch gesagt. Da unten stehen immer ganz wichtige Themen und da müsst ihr drauf aufpassen. Hier steht nämlich zum Beispiel Kategorie 2000 Volt, diese Messkategorie, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Bedeutet bei dem Gerät Kategorie 2000 Volt, mich stürzt gerade ein bisschen, weil genau hinten steht es noch mal anders drauf, hinten kann man es noch mal, also die haben hier wahrscheinlich kein Platz. Egal. Hier hinten steht nochmal Kategorie 3, 600 Volt, Kategorie 2, 1000 Volt. Das ist eine wichtige Thematik. Wenn keine Kategorie draufsteht, dann könnt ihr mit dem Teil eigentlich auch nichts messen. Also guckt immer bitte wirklich drauf, was steht hier für eine Messkategorie. Kategorie 3 bedeutet, wenn ich jetzt hier eine reine Steckdose habe, also an der Wand eine Steckdose oder was auch immer, irgendeine Steckdose, dann darf ich mit dem Kategorie 3-Messgerät diese Steckdose messen. Das können wir also gleich machen nachher. Kategorie 2, wenn jetzt da zum Beispiel hat 3 draufstehen wird, Kategorie 2 bedeutet, ich darf nur in Geräten drin messen. Ich darf nicht direkt an der Steckdose messen, sondern nur in Geräten, also in einem Fernseher drin oder in einem Radio drin. Nicht direkt am... Hausnetz. Kategorie 1 nur Niederspannungen, Kategori Kategorie 4 im Sicherungskasten, nur mal so grob zusammengefasst. Dann schalten wir mal um und schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz primitive Spannungsmessung und fange da jetzt aber auch schon gleich direkt. Wir haben ja wie gerade gesagt Kategorie 3 600 Volt, das heißt wir können jetzt hier zum Beispiel direkt in der Steckdose messen. Ich habe jetzt hier eine Steckdose an. 230 Volt am Hausnetz stecken und wenn wir jetzt da mal mit dem Messgerät reinfahren, also hier keine Sicherheitsspitzen. Ähm, also, jetzt nicht mit dem Finger hier so hinhalten und in die Steckdose rein. Da muss man jetzt schon wieder ein bisschen aufpassen, was man macht. Gut, die Steckdose hat alles mal besser ausgesehen. Er warnt uns gleich vor, oh mein Gott, Weltuntergang, tödliche Spannung. Wir haben hier 237,7 Volt. Und jetzt das Spannende an der ganzen Thematik: wir haben ja ein grafisches Display, also können wir jetzt auch hier zum Beispiel eine Frequenz uns anzeigen lassen, 0,05 kHz, also die 50 Hz zeigt er uns an, 237,9 Volt und jetzt gucken wir hier auf Auto drücken, ja und dann skaliert er uns diesen und ich meine es ist ein netzsinus und wie ihr schon sehen könnt, es sind ein paar Pixel also wir werden da keinen großen goldenen Blumentopf gewinnen mit dem Multimeter. Aber man kann schon mal sehen, okay, es ist eine Frequenz da. Und es könnte ein Sinus sein. Das reicht uns ja eh schon mal. Vermutlich kann man hier irgendwo rein und rauszoomen, ja. Dann kann man sich die Wellen anschauen. Soweit schon mal ganz nett. Die Frequenz, wie gesagt, hat er auch gemessen. Wenn wir jetzt mal auf eine reine Frequenzmessung gehen und an die Steckdose halten. Dann misst er quasi die Frequenz direkt und wir haben hier tatsächlich ziemlich exakt 50 Hz grad, was mich schon sehr erstaunt. Wenn wir da jetzt mal umschalten, select Duty Cycle also Hoch-Tief-Verhältnis in dem Fall beim Sinus klarerweise 50 Wir haben also schon mal gesehen, 230 Volt funktioniert absolut problemlos, können wir machen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen interessanter. Jetzt muss ich kurz umstecken, jetzt nämlich weg von den Messspitzen und ich mich einfach hier direkt an. Okay, die hier. Also, das ist ja echt mal ein richtiger Murks. Also, dieses kann man erkennen, oder? Dadurch, dass diese Buchsen da nur so reingesteckt sind, sind die auch nicht immer ganz exakt passend. Also, die Messspitzen sind vermutlich irgendwie günstiger dargestellt, günstiger gemacht, bei denen klappt es. Aber die Standard-Bananenbuchse, die war jetzt gerade echt eine Qual, da reinzukriegen. Wir messen also jetzt einfach mal, einfach mal Gleichspannungen, ganz unspektakulär. Ähm, fangen mal bei Millivolt an, weil ähm, ich jetzt nicht weiß, was da der Unterschied ist. Bei Millivolt und jetzt geben wir einfach mal 1 Volt auf den Ausgang. Okay, ein Volt ist dem schon mal zu viel. Dann kriegt da 100 Millivolt. Er biepst bitterlichst. Mein Netzteil zeigt 104, 0,104 an und wir haben hier 104 MV, also soweit passt es mal, gehen wir mal auf 10 MV runter. Das Netzteil ist jetzt natürlich in diesem niedrigen Bereich jetzt auch nicht so der Burner. Von dem her 0,014, 13,9, das passt auch soweit, wo 150 MV, ich weiß nicht, wie weit der Messbereich geht. Man müsste für sowas natürlich einfach mal ein Handbuch lesen, was wir ja nicht gemacht haben, sondern nur überflogen haben. 255, 254 schwankt die Anzeige. Hier haben wir 254,1. Das passt auch soweit. Dann haben wir unseren Millivolt-Bereich und switchen um auf den Spannungsbereich. Und hier sehen wir auch schon, das ist eigentlich von der Messgenauigkeit her. 404, 0,404. Das passt 0,405 und 404 schwankt auch das Netzteil. Also in dem Bereich ist der Spannungsbereich schon mal in Ordnung. Aber jetzt gehen wir den mal 10 Volt. 10,003 zeigt das Netzteil an, 10,00. Ich bin gerade begeistert. Ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich bin gerade begeistert. 20 Volt, 30 Volt. Da fängt dann an Pipsen und sagt, 30 Volt, gefährlich. 30,001. Also ich muss gestehen, das ist jetzt ein Messgerät, ein, ein Multimeter, wo ich sage, dem würde ich vermutlich sogar vertrauen. Also das, das zeigt gerade echt vernünftige Werte an. Hat auch die 230 Volt, 230 das wird auch hinkommen. Das ist ein Tick mehr. Ich finde es HLN gerade nicht mehr. Ich habe das irgendwo im Haus oder so. Ähm, dem würde ich jetzt grundlegend schon mal vertrauen. Jetzt gehen wir mal auf Wechselspannung und da sollte er jetzt ja eigentlich 0 Volt anzeigen. Da quält er sich jetzt ein Tick, weil... Das kriegt er scheinbar nicht so vernünftig hin. Der nächste Schritt, den wir messen wollen, sind die Milliampere. Wir stellen jetzt mal das Netzteil auf 100 Milliampere und schicken ihm einfach mal hier 100 Milliampere durch. Netzteil sagt 101 Milliampere. Wir haben hier 100,9. Absolut perfekt. 200 Milliampere. 0,201, 0,201. Perfekt, 300 milliampere passt auch. Jetzt schalten wir um auf den großen Strombereich und jetzt jagen wir einfach gleich direkt die drei Ampere durch, die wir haben. Mehr kann das Netzteil nicht und auch das 2,994, 3,001. Also, das kommt hin. Wir werden es jetzt mal ganz kurz beobachten, weil 3 Ampere ist natürlich jetzt schon. Ähm, nicht mehr so ganz so wenig. Ich meine, das Ding kann 10 Ampere ab für eine gewisse Zeit und jetzt will ich es einfach mal bei 3 Ampere beobachten, ob sich der Strom in irgendeine Richtung wegbewegt, weil theoretisch ja dieser Messwiderstand auch sich erwärmen sollte und eventuell das Ganze davon driften anfängt. Ja. Man kann erkennen, es driftet nach oben weg. Jetzt ist er gerade auf 3 Ampere geküpft, also 2,999 hat er scheinbar im AD-Wandler nicht drin. Ähm, es driftet nach oben weg. Das war jetzt sicher zwei Minuten oder was ich da jetzt gewartet habe. Das driftet nicht viel weg. Das ist okay. Das darf er. Das Ganze bei einer Strommessung sowieso immer so: ganz wichtig, wenn ihr mal einen Strom misst, man tut nicht einen Amperemeter die ganze Zeit unter voller Strand haben und dann irgendwann in 10 Minuten den Messwert ablesen, sondern normalerweise schaltet man. Die Schaltung ein und dann liest man den Messwert ab und dann schaltet man es wieder aus, weil eben diese Widerstände sonst zu warm werden und Abweichungen im Messgerät auftauchen können. Jetzt haben wir uns das spannungsmäßig angeschaut. Jetzt gehen wir noch zu dem, was mich eigentlich mehr interessiert. Jetzt schauen wir uns mal die Frequenzen an, nutzen dafür unseren Signalgenerator. Ich hatte mal ein Koaxialkabel mir hergerichtet für das Video. Hey. Nö. Da liegt es doch, blind wie ein Hund. Ich habe hier meinen Spezialadapter, wo ich quasi hier vorne mit BNC rein kann und einfach hinten verbunden habe. Also nicht großartig, was Spezielles, Tolles. Also er kann bis 50 Hertz, bis 5 Kilohertz steht drin. Und überhalb von 5 Kilohertz wird die Abweichung nicht geprüft. Und hier unten bei der Frequenz sagt er 5 Hertz bis 5 Megahertz kann er messen in 1 Hertz Schritten. Also wir können bis 5 Megahertz eine Frequenz messen. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf eine Frequenzmessung, ganz unspektakulär, und geben ihm hier ähm, einen Sinus mit 5 Megahertz drauf und Ausgang ein. Und ich würde mal sagen, <laughs> ja, kann er. 6 Megahertz, kann er auch ne? 7, auch Ahnung, 10 MHz, 20, ah, jetzt, sind wir jetzt, jetzt jetzt ist es rum. 15, 16, 17 MHz, 18 MHz und bei 19 MHz ist es rum. Also mit 5 MHz ist es angegeben und das Modell hier kann jetzt bis zu 18 MHz messen. Okay, das, das ist mehr als okay. Das ist definitiv mehr als okay. Sinus. Jetzt gehen wir mal auf eine Rechteckspannung von 10 MHz. Kriegt er gemessen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, bei 20 ist rum. Also eine rechte Rechteckspannung kriegt er bis 19 MHz gemessen. Also das ist mehr als okay. Also ich bin begeistert. Jetzt machen wir mal ähm, 10 MHz, 10,1 MHz, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5. Kriegt er gemessen. 10,6. Das bin ähm, ich bin gerade sehr positiv überrascht. Weil mit 5 MHz, ich hätte eigentlich jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er nicht mal die 5 MHz kann. Also von dem her schon mal, der M0 macht seinen Job. So weit, so gut. Das haben wir schon mal gemessen. Dann wird es jetzt interessant, wenn wir auf unsere Spannung gehen. Und da stand jetzt drin, Wechselspannung kann man messen bis 5 kHz. Also fangen wir mal bei 5 kHz an. Nehmen wir gleich das obere Maximum, das wir hinkriegen. Gehen wir mal auf eine Sinusspannung und haben jetzt hier ein High-Level von 5 Volt und ein Low-Level von 5 Volt. Und wir müssen jetzt quasi, das Messgerät zeigt uns ja einen Effektivwert an. Wir müssen also ganz kurz im Kopf umrechnen. 5 durch Wurzel 2 sind 3, irgendwas. 3,55. Das passt also. Er zeigt beim Sinus bei 5 Kilohertz den richtigen Effektivwert an. Dann drehen wir mal die Frequenz nach oben. Und da kann man jetzt erkennen, da gibt es jetzt einen Bereich. Da fängt er an davon zu laufen. Also 3,55, 3,56, die Spannung, die er eigentlich anzeigen sollte, die haben wir ja so bei ab 10 Kilohertz fängt es an davon zu laufen. Wenn jetzt mal radikal nach oben drehen auf 50 Kilohertz oder sowas, dann weichen wir halt 0,06 Volt ab. Also das ist für mich auch noch okay. 100 Kilohertz, auch noch mehr als okay. 200, 300, bei 300 kHz, da hüpft er dann komplett rum. Da ist dann definitiv vorbei mit einer vernünftigen Messung. Aber wie angegeben im Datenblatt bis 5 kHz, hat das wirklich richtig angezeigt. Die Frage, was jetzt sich mir natürlich noch stellt, und jetzt die große Spannung, wenn ich jetzt umschalte auf Rechteck. Beim Rechteck entspricht die Effektivspannung, die wir rauskriegen, der Maximalspannung. Das heißt, wenn wir jetzt ein 5-Volt-Rechteck draufgeben, sollte das Gerät auch 5-Volt anzeigen und da sehen wir jetzt schon das Problem das zeigt es nicht an das zeigt zu viel an weil er wahrscheinlich das Rechteck einfach ähm, über die Dioden ähm, gleichrichtet und dann nur irgendeinen Faktor dazu rechnet damit es beim Sinus funktioniert es ist also ein Gerät das kann den Effektivwert anzeigen aber es ist kein True RMS Gerät also braucht man da gleich gar nicht weiter schauen ja somit muss ich jetzt mal sagen das was drin steht er kann eine Wechselspannung bis 5 kHz das macht er er kann die Gleichspannung und die Wechselspannung, das hat er alles gut dargestellt. Was wir uns jetzt aber noch auf jeden Fall anschauen, und das ist ja eigentlich das, wo ich gesagt habe, wir haben hier ja ein Oszilloskop mit eingebaut. Das heißt, wenn wir jetzt hier uns die Spannung draufgeben, 5 Kilohertz, 5 Volt, peak Pick, dann haben wir hier 3,55 Volt angeben als Effektivwert. Er schreibt uns hier die 5 kHz hin und er kriegt es auch vernünftig hingemalt. In dem Fall Sinus, wir schalten mal um auf ein Rechteck. Das skaliert er uns dann nochmal runter, drücken wir mal auf Auto. Also das skaliert er uns gerade unglaublich schrecklich runter. Also das ist, am ähm kriege ich hier irgendwie, nein, die Spannung, ich kriege die Spannung, kriege Spannung, nee, kriege nicht skaliert. Da kann man welche Werte speichern. Nee, die Spannung, ich kriege die Höhe nicht skaliert, das ist jetzt ein bisschen nervig. Aber ich sehe, ja, es ist ein Rechteck. Wenn man jetzt die Spannung mal ein bisschen runterdrehe, vielleicht skaliert das dann richtig. Jetzt skaliert das ein Tick besser. Also man kann sich anschauen, man sieht, es ist zumindest ein Rechtecksignal da. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo in einem Bereich ist, wo man sagt, ja, kommen überhaupt Daten an? Ich habe eine serielle Kommunikation oder ich habe irgendwie ein, ja i Quadrat C oder sowas, dann kann ich zumindest schon mal grob gucken. Kommen da Daten? Sind das sinnvolle Daten, die da ankommen? Wir gucken uns noch das Rechteck an, skalieren Auto, äh, das Dreieck an. Auch beim Dreieck erzeichnet es hin. Es ist jetzt nicht der Überbirner. Wir haben gesagt, die Frequenz kann bis 5 Megahertz. Dann Gehen wir mal gleich ans Limit und jagen ihm 5 MHz drauf, gehen auf Auto. Da ist jetzt aber allerdings rum. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier umschalten kann bei der Frequenzmessung. Nee, also da sind wir jetzt tatsächlich auf diese 5 Kilohertz beschränkt, die wir angegeben haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 10 Kilohertz gehe, dann kriegt das nur dargestellt. Okay, dann. Habe ich zwar keine qualifizierte Aussage vermutlich mehr. Bei 15 kHz. Und jetzt sagt er Overload Kilohertz. Also er, er, er merkt schon, das ist eine Frequenz, die er nicht mehr messen kann. Er malt uns da irgendwas hin. Also, ja. Das müsst jetzt ihr entscheiden, ob für euch das in Ordnung wäre. Weil ähm, ich sag mal so, ne? 5 kHz hat man halt schon echt schnell benannt Und ich meine, jedes 0815 Feldwaldwiesen-Billig-Ostsee kann halt ein paar Megahertz. Und da sind wir halt ein Faktor ein paar Tausend daneben. Das müsst ihr für euch entscheiden. Was wir uns jetzt noch anschauen, ist diese Duty-Cycle-Thematik. Ich habe jetzt hier ein PWM-Signal mit 10% Duty-Cycle eingestellt. Mit 30 Kilohertz. Dann schalten wir mal um. Boah, klappt. Ich kann den Duty-Cycle hier... Ähm, ändern 10% 20% 30% 40, 50, 60, 90, 99, also wenn man sich mal das geht jetzt als Frequenzmessung, das geht jetzt auch höher. Ähm, wenn man sich also mal ein PWM-Signal von einem Modellflugzeug oder so anschauen will, ob da das Ganze passt, da kann man den auf jeden Fall verwenden. Den Duty Cycle. Mein Resümee zu diesem Messgerät. Es ist ein nettes Spielzeug. Man kann damit sicher gerade Spannung und Strom einigermaßen qualifizierte Messergebnisse hinkriegen und dieses grafische, was es hat, ist nett. Es ist nicht sonderlich brauchbar. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Anwendung hätte, aber ich habe auch zwei Oszis stehen Von dem her sage ich mal so, ja, da finde ich jetzt den Pocket Meter, den ich habe, wo man mit Bluetooth übers Handy eine Grafik darstellen kann. Angenehmer, weil da habe ich eine gute Auflösung. Weil das Pixelteil hier, das ist halt, es hat halt, es hat halt einfach sehr wenige Pixel und von dem her nicht sonderlich praktisch. So, beim nächsten Video schauen wir uns das Teil hier an. Nochmal mal einen kurzen Sneaky Preview. Auch ein günstiges Messgerät, das kostet glaube ich 30, 40 Euro. So um den Dreh rum. Sieht aus wie ein Handy. Hat da eine Hülle rum wie ein Handy und hat einen Akku drin. Also das habe ich deswegen bestellt, weil es einen Akku drin hat und ich das eigentlich ganz schick finde, einfach mal ein Messgerät zu haben, das einen Akku hat, weil dann hat man es geladen oder wenn es leer wird, dann kann man es laden und muss nicht immer Batterien tauschen. Ich bin mittlerweile, bin ich echt leid, jetzt Mal, wenn ich einen Multimeter brauche, dann, dann, dann sind die Batterien leer. Und ja, da sind wahrscheinlich auch die Akkus leer, wenn ich es brauche. Aber dann kann ich sie laden, die Akkus, und kann, kann eine Viertelstunde nachher messen und muss nicht wieder irgendwelche Batterien wegwerfen und so weiter. Das Ganze, wie gesagt... Sneaky Preview im nächsten Video. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich mal probieren soll, wenn Sie zum Beispiel sagt, boah, ich hätte jetzt voll die coole Anwendung für das Teil, kann ich mal probieren, ob das mit dem geht, oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde vermutlich hoffentlich auch drauf eingehen und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen. Vergesst es, abonniert, habt es eh wahrscheinlich schon gemacht, weil ich einfach der geilste Elektronikkanal auf ganz YouTube bin. Und vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Video. Ciao.